Herzlich willkommen zum siebten Teil der tantrischen Heilreise und Heilbegleitung. Heute möchte ich mal auf eine ganz persönliche Frage, die mir immer wieder gestellt wird, eingehen. Bist du nackt bei der Tantra-Massage? Wieso machst du keine Tantra-Massage mehr? Ja, also der Klassiker, Tantra-Massagen werden tatsächlich nackt gegeben und empfangen. Warum ist das so? Zum einen ist es die Augenhöhe, die dadurch hergestellt wird. Das heißt, der Gebende zeigt sich genauso verletzlich, nackt, wie der Empfangende oder die Empfangende. Zum anderen ist es in unserer westlichen Welt mittlerweile durch viele Tantra-Massage-Ausbildungen auch ein angestammtes oder eingefleischtes Ritual. Ja, die meisten begrüßen ihre Klienten auf der Matte oder im Stehen mit einem Lungi, einem Tuch, was man dann um die Hüfte oder die Frauen meistens hier oben im Brustbereich gebunden haben. Und man taucht ein in den tantrischen Raum der Begegnung von Shiva und Shakti, also wo das Männliche und das Weibliche sich nicht nur in den zwei Menschen begegnen, sondern auch in dem Ritualbewusstsein stellvertretend für das göttlich-männliche und das göttlich-weibliche. Aus verschiedenen Gründen gebe ich diese klassischen Tantra-Massagen nicht mehr. Es war für mich eine sehr, sehr spannende Reise und ich habe es auch sehr genossen. Ja, damals, als das Prostitutionsschutzgesetz 2017 aufkam und andere Auflagen nötig wurden, also wie zum Beispiel das Tragen eines Prostitutionsausweises und gewisse Untersuchungen und Kontrollen, die damit verbunden sind, habe ich beschlossen, dass meine Forschungsreise an der Stelle auf diese Art und Weise zu Ende ist. Ja, ich habe dann mein Wissen weitergegeben in Workshops, in Paar-Workshops, habe Paare begleitet, ihre Sexualität durch tantrische Massagetechniken einfach zu erweitern und da miteinander in andere heilige Räume einzutauchen. Und ich genieße es nach wie vor, dieses Wissen weiterzugeben. Ja, ich habe mich in den letzten Jahren wirklich auf den Deep Dive konzentriert und fokussiert. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass Frauen ihre Verletzungen untereinander heilen, also die Schwesternwunde oder die Mutter-Tochter-Wunde, wo es darum geht, Ahnenthemen, karmische Themen, Tabus, energetische Keuschheitsgürtel, Missbrauchsgeschichten, also all das zu heilen und da in wirklich tiefe Räume einzutauchen. Wenn es darum geht, auch die eigene Sicherheit im Körper wiederherzustellen, sich wohlzufühlen im eigenen Körper. Oder habe auch Männer begleitet, die ganz besonders ihre Mutterwunden heilen wollten und in einen anderen Ausdruck mit dem weiblichen Geschlecht kommen wollten. Und diese Form des Miteinanderarbeitens oder in diese Heilräume hineinzugehen, das braucht das tantrische Setting in der klassischen Form für mich nicht. Ja, also ich begleite auch Menschen online, per Zoom zum Beispiel, denn viele Dinge können energetisch gelöst werden. Und wenn es darum geht, wirklich über Körperarbeit tiefer aus den Körperschichten das Alte herauszuholen, die alten Zellerinnerungen zu entlassen, das ist genauso gut auch über Leibarbeit möglich, also sogar auch im begleiteten Zustand, ja, weil das mehr über das Gewahrsein in der Berührung geht und nicht so sehr über Techniken. Ja, viele, die mit mir schon gearbeitet haben, die kennen das, dass ich kein Fan davon bin, jemanden in die Ekstase oder orgastische Höhen hochzurubbeln und hochzustimulieren, sondern vielmehr den Raum zu halten, dass sie sich selbst spüren können, sich selbst erkennen können.
und darüber einen neuen Zugang zu ihrer Sexualität, zu ihrer Schöpferkraft finden. Und da braucht es dieses klassische Bild nicht. Ja, ich sage immer, wenn ein Mann mich anruft und fragt, bist du nackt bei der Tantra-Massage, dann kann ich eigentlich schon auflegen, weil ich weiß, dass jemand, der die Frage so stellt, noch ein Newbie ist in der Tantra-Massage. Und daran ist auch absolut gar nichts verkehrt. Ja. Und die sind wirklich in den Praxen, die es gibt, so gut aufgehoben. Da ist das Setting da, da ist die Begleitung da. Und ich habe sehr, sehr früh gespürt in den Massagen, auch mit den Buddies, in den Peer-Group-Treffen, dass meine Art der Berührung an Stellen kam, energetisch, an Punkte des Unterbewusstseins, ans Zellbewusstsein, wo die meisten Masseure tatsächlich nicht hingekommen sind oder Masseurinnen. Und erst habe ich gedacht, ja, wer weiß, warum das so ist, keine Ahnung. Und später habe ich dann erfahren im Laufe der Zeit, dass ich eine Human Design Reflektorin bin mit allen Zentren offen. Das heißt, ich habe eine ganz andere Offenheit, Schwingungen und ja, Dinge wahrzunehmen, die andere weder sehen, teilweise noch fühlen können, die aber in ihren Körpersystemen vorhanden sind. Und habe gespürt, dass da meine extrem gute Wahrnehmung fast schon detektivisch ist und es automatisch mit mir sehr schnell sehr intensiv wird. Das heißt, ich spüre die Dinge, die die Menschen vor sich selber verheimlichen, auch verheimlichen müssen. Ja? Oft ist das gerade nach Traumata überlebensnotwendig, eine gewisse Trennung zu diesem Event herzustellen, wenn man ihn nicht verarbeiten kann, um weiterleben zu können. Und diese Felder oder Themen haben mich dann quasi immer wie angesprungen. Ich habe sie sehr schnell in meinem eigenen Körpersystem, in meiner Wahrnehmung gespürt. Und wenn dann Menschen zu mir gekommen sind, die einfach mal eine schöne Massage erleben wollten und dann ihrer Sexualität ein bisschen näher kommen wollten, und dann ist da jemand im Raum wie ich, der so eine extrem empathische Wahrnehmung hat und auf einmal Dinge nach oben poppen, die derjenige noch gar nicht fühlen wollte oder zu dem er noch nicht bereit ist, dann hat das oft Verwirrung mit sich gebracht. So, hey, sollte sich das nicht gut anfühlen, wenn du mich massierst? Du bist doch der Profi. Warum machst du mir nicht einfach ein gutes Gefühl? Und ich habe mich tatsächlich entschieden, diese Arbeit so nicht mehr zu machen, weil es zum einen um die Wahrung auch meiner eigenen Grenzen geht. Ja? Ich bin nicht das Sexualwerkzeug der Menschen, die zu mir kommen. Ich bin nicht diejenige, auf die sie ihre Fantasien projizieren und dann verlangen, dass ich sie auslebe oder für sie fühlbar mache, begreifbar mache. Und wenn es um Fantasien, Fetische oder solche Geschichten geht, würde ich sie nicht in einer Tantra-Massage beantworten, sondern da einen ganz anderen Raum und Kontext dafür erstellen. Und möglicherweise mache ich dazu noch ein extra Video. Das heißt also, ich habe sehr schnell gespürt, wer mit mir reist. Letztens sagte jemand, der reist nicht ungestraft, sondern der kommt wirklich in Kontakt mit seinen tiefsten Sehnsüchten, aber auch mit seinen tiefsten oder größten Ängsten. Und jemand, der an dem Punkt ist in seinem Leben, wo die Entscheidung klar ist, ich möchte das Unbekannte in mir selbst, ja, das unbekannte Land in mir selbst kennenlernen, mit allen Facetten, damit ich mein Potenzial leben kann, meine Schöpferkraft vollständig aktivieren kann. Und diesen Menschen ist bewusst, dass diese Reise ins eigene Innere damit einhergeht, beide Seiten der Medaille kennenzulernen und gegebenenfalls aus dem Bewusstsein herausgefallene Anteile wieder zu spüren,
wie zum Beispiel traumatische Erlebnisse. Und in dem Gewahrsein, dass wir in der tiefen Selbsterkenntnis tiefe Heilung erfahren können, diese Eigenverantwortung, ist es magisch, eine Heilbekleidung zu haben, die diese tiefen Wahrnehmungen hat und der man sozusagen nichts vormachen kann. Als Reflektor diene ich da einfach als Spiegel, ja, als Spiegel der Seele, als Spiegel des Körpers. Ich verstärke durch meine pure Präsenz das, was schon da ist, aber bis jetzt nicht wirklich wahrgenommen wurde. Und die Menschen, die zu mir kommen, sind in der Regel sehr vorbereitet, sich selbst in der Tiefe zu begegnen und machen dadurch sehr oft Quantensprünge. Und das ist nicht, weil ich so die super, super, super beste Heilerin auf der Welt bin, sondern einfach, weil ich als Spiegel alles verstärke, was ist. Und dann kann sich der Mensch entscheiden, was mache ich selbst mit dieser verstärkten Wahrnehmung? Möchte ich in dieser Ausrichtung oder in diesem Muster stecken bleiben? Oder möchte ich dieses Muster oder Programm jetzt hier an der Stelle beenden, mich davon befreien und etwas Neues kreieren, ja, meinem Leben eine neue Richtung geben? Und zwar aus mir heraus, mit dem, was aus mir herauskommt, was in mir selber schon da ist. Und diese Menschen haben oft schon Jahre der Therapie, der Forschung, der Persönlichkeitsentfaltung hinter sich und sind an dem Punkt, wo sie merken, sie kommen mit den klassischen Hilfsmitteln nicht mehr weiter und begeben sich in die Hände eines Seelenspiegels, der das Unterbewusstsein bereist hat, also Wurzelchakra, Sicherheit. Ne, wir hatten es in einem vorangegangenen Video. Sexualität, Schrägstrich, Schöpferkraft, Solarplexus, Eigenermächtigung, Aufgeben von Kontrolle, die eigene Macht annehmen. Und das sind so die unteren Chakren sind so die unbewussteren Themen, die so im Alltag eher nicht so aufs Tablett kommen, sondern immer dann, wenn es darum geht, die eigene Komfortzone zu verlassen. Und wenn wir wachsen wollen, wenn wir unseren Träumen folgen, ja, wenn wir Visionen haben, die wir in die Welt bringen wollen, dann geht es immer darum, die Komfortzone zu verlassen. Und an der Stelle poppen dann Sabotageprogramme auf, poppen Ängste auf, kreieren wir selber Ablenkungsmanöver, weil es Ängste gibt, ja. Ängste aus diesem Leben, aus anderen Leben, aus der Ahnenreihe, was auch immer. Und in meinem Beisitzen wird das sichtbar und fühlbar. Und ja, man kann einfach für sich eine Entscheidung treffen, wie man das ab heute, ab sofort in seinem Leben haben möchte. Möchte ich das noch so haben oder anders? Und dann kreieren wir miteinander eine neue Matrix. Wir schaffen eine Erfahrung in diesem gemeinsamen Erfahrungsraum und, oder man kann sagen, das ist wie ein Musterbeispiel oder ein Rollenspiel. Ja, es kann auch manchmal ein Rollenspiel sein, wo wir einfach sagen, wir schlüpfen jetzt in die neue Rolle. Ja, derjenige, der zu mir kommt, sagt, ich möchte mich ab sofort so und so und so erfahren. Das alte Programm möchte ich nicht mehr bespielen. Und ich bin dann der Spiegel und das Gegenüber, wo du sozusagen deine neue Ausrichtung testen kannst, ob die kohärent mit dir selbst ist, also dein Unterbewusstsein, deine sexuelle Energie, deine Schaffenskraft, dein Herz, dein Geist, deine Ausrichtung und dein Seelenplan. Ist das kohärent miteinander? Und ich fühle das einfach. Über mein Körpersystem bin ich da seismografisch unterwegs und kann das für dich tatsächlich fühlbar machen. Und ich muss es noch nicht mal sagen oder verbal ausdrücken. Ich kann einfach mit dir in deiner Intention, in deiner Ausrichtung sitzen. Ja, manchmal ist es auch gut, dich darin zu berühren, deinen Körper zu berühren, damit es auf der Zellebene noch fühlbarer wird.
Und du siehst, das ist eine ganz andere Form des Miteinander Tieftauchens. Ja, das geht schon sehr auch in die Richtung Sexualenergetik und ist natürlich aber auch noch viel mehr als das. Und von daher ist die Frage, ob ich da nackt bin oder nicht nackt bin, gar nicht das, worum es geht. Die Sache ist eher, wir werden beide nackt sein, energetisch, ja. Denn auch ich bin mit allem da und ein klarer Spiegel braucht ein sehr hohes Gewahrsein auch der eigenen Themen, ja. Also manchmal spüre ich auch im Kontakt mit Menschen, huch, da springt noch was Eigenes an, da habe ich auch noch eine Facette vielleicht nicht geheilt oder auch noch nicht gesehen in meinem Leben und benenne das dann, sage, oh, hier springt bei mir selber was an. Meistens kann ich es aber ganz gut selber halten. Ich gebe es aber mit in den Raum der Transparenz willen, wenn das nötig ist für den Prozess. Ansonsten behalte ich das natürlich bei mir. Aber da spüre ich immer sehr genau rein. Und das alles, diese Fähigkeiten, hat sich halt sehr stark bei mir über die tantrische Massage entfaltet. Und von daher war das für mich früher immer der Einstieg. Jetzt ist der Einstieg, wenn du mit mir tieftauchen möchtest, einfach ein anderer, nämlich die Entscheidung, deine pure Schöpferkraft zu leben, dein höchstes Potenzial zu leben, deine Kreativität für die neue Zeit freizuschalten. Und zwar nicht nur für dich individuell, sondern zum höchsten Wohle aller Wesen. Und das ist der Deep Dive, den ich begleite, energetisch, körperlich, und wir suchen und kreieren die Verbindungsstücke. Ja, wo fehlt dir ein Teil deines Bewusstseins in dir, warum auch immer? Was brauchst du, um da an der Stelle mit dir selbst verbunden zu sein, mit anderen Menschen verbunden sein, mit deiner Vision, mit der Erde, mit dem Materiellen, mit der Materialisierung deiner Vision? Was brauchst du an kosmischer Verbindung? Und diese Räume, wo Quantensprünge möglich sind, sind die Räume, die ich Menschen zur Verfügung stelle, die dieses Gewahrsein haben und vor allem halten und verarbeiten können. Und das geht nicht darum, dass du das alleine machen musst. Aber wenn du mir bis hierher folgen konntest und innerlich spürst, dann ist das eine gute Voraussetzung, dass wir zusammen tieftauchen können und deine Kreationskräfte auf allen Ebenen freilegen, in dem Tempo, wie es für dich gut ist. Und wenn dir das too much, too crazy ist, hast du gar nicht bis hierher geschaut. Also, ich freue mich auf dich und ja, bis zum nächsten Deep Dive oder zum nächsten tantrischen Reisebegleitungsvideo. Bis dann, deine Tabitha Suguna.